Bevor wir mit dem Spiel Bayern München gegen Manchester United beginnen, schauen wir mal ganz kurz auf die Torschützenliste und die Vorlagenliste, weil euch ja das vielleicht auch mal interessiert, wie es bisher dort aussieht. Also, wer hat alles so getroffen? Wer sind die besten Torschützen dieser Champions League-Saison bzw. Vorlagengeber? Und ihr seht, Robben ist der Top-Vorbereiter dieser Champions League und Antoine Griezmann von Atletico Madrid ist der Top-Goalgetter dieser Champions League-Saison bisher. Zweiter ist Robert Lewandowski. Somit darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum Spiel Bayern München gegen Manchester United, das Champions League Viertelfinale Hinspiel. Es ist nur noch eine Mannschaft im Pott drinne und das sind natürlich die Bayern. Da steht es, The Road to Milano. Deswegen übrigens heute keine Konferenz, nur ein einziges Spiel, weil nur noch eine Mannschaft dabei ist. Natürlich könnten euch auch die anderen Champions League Viertelfinals interessieren, dadurch, dass ich die aber vor der Champions League nicht als Benutzer definiert eingestellt habe, kann ich euch somit dieses Spiel, die anderen Partien, unter anderem ja Atletico Madrid gegen Real Madrid, nicht zeigen. Nur das Spiel der Bayern. Champions League Viertelfinale der Bayern. Natürlich könnte ich euch jetzt schon die Europa League einstreuen, aber ich hatte es schon gesagt, ich zeige euch die Europa League leider nicht. Sollten wir mit FIFA 16 frühzeitig fertig sein, werde ich euch noch die Europa League hier im Revolution zeigen. Aber wir werden die Europa League leider nicht durchschaffen. Wir schauen uns die beiden Mannschaftsausstellungen an und sehen, dass bei Manchester United Bastian Schweinsteiger nicht in der Startformation steht. Ich kann euch aber sagen, er steht zumindest nicht zwar im Aufgebot, aber trotzdem sitzt der deutsche nationalen Mittelfeldspieler. Zumindest mal auf der Bank. Let's go! Champions League Viertelfinal-Hinspiel Bayern München in Rot gegen Manchester United in Schwarz. Wer holt sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel? Nochmal zur Erinnerung. Manchester United haben wir in dieser Saison schon im Let's Play gesehen. Jetzt kommt aber erstmal die erste Torchance für die Bayern über Arjen Robben. Der wird hier gelegt. Schiedsrichter sagt kein Foulspiel. Manchester United haben wir in dieser Champions League-Saison schon gesehen. Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg natürlich zweimal in der Gruppenphase. Da verlor Wolfsburg einmal und einmal hat man ein Remis geschafft. Letzte Folge sind ja der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League an Chelsea und Barcelona gescheitert. Die ausgerechnet in diesem Champions League Viertelfinale auf ein Anertreffen. Einwurf Philipp Lahm, Arturo Vidal, die Bayern mit der ersten gelungenen Aktion nach vorne. Na klar, sie sind natürlich von der Qualität her die bessere Mannschaft und gelten deswegen auch als Favorit dieser Partie. Philipp Lahm versucht es hier mal, aber aus dem Rückraum kommt Arturo Vidal, liegt schön rüber auf Ribéry, der nach außen gelegt auf Alaba. Bayern kommt nicht durch die kompakte Defensive von Louis van Gaal. Nächstes Jahr ist es ja the number one. Oh, richtig gute Torchance hier für Robert Lewandowski. The number one. José Mourinho ist nächstes Jahr Trainer bei Manchester United. Aber das nur am Rande. Jetzt interessiert uns das hier. Und jetzt. Bayern München ja schon einige Erfahrungen mit Manchester United, unter anderem das berühmte Champions League-Finale 1999 oder auch das Champions League. Ich glaube, es war auch das Viertelfinale. Jetzt kommen aber erstmal wieder die Bayern.
Nächste Großchance für die Bayern. Thomas Müller hier direkt weitergelegt. Und dann ist es Franck Ribéry, der hier nur knapp verpasst. Wie gesagt, nochmal angesprochen, das berühmte Champions League Viertelfinale war es, glaube ich, Bayern München in Manchester im Old Trafford, wo die Bayern mit 2:1 im Hinspiel gewannen. Dann lagen sie aber schon frühzeitig 0:3 im Rückstand. Noch kurz vor der Pause den Anschlusstreffer durch Ivica Olic. Und dann kurz vor Schluss ein Traumtor von Arjen Robben. Vielleicht können sich da einige noch dran erinnern. War ja ein magisches Champions League-Finale damals. Ich glaube 2009 oder 2010 oder 2011. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon wieder ein Weilchen her. Damals übrigens Trainer beim deutschen Rekordmeister, meine ich sogar, war es Louis van Gaal. Ja, ich glaube, es war Louis van Gaal, der damals Trainer war beim deutschen Rekordmeister. Aber hier erstmal Annäherungschancen von Manchester United. Marcia dreht sich und er macht ihn! 1:0 Manchester United! Durch den ersten Schuss von Man United aufs Tor des deutschen Rekordmeisters. Und Martial ist der Torschütze. Für 50 Millionen Euro im Sommer vom AS Monaco geholt. Hier Benatia kommt da nicht ran. Boateng kommt zu spät. Klasse Abschluss da von Martial. Wie gesagt, er kam von Monaco für 50 Millionen Euro. Wie man hört, durch die ganzen Bonuszahlungen, die United zahlen muss, könnte das sogar auf 80 Millionen erhöht werden. Der ja zurzeit aktiv bei der Europameisterschaft 2016 zusammen mit seiner französischen Tricolore. Das ist Franck Ribéry. Bayern versucht natürlich zu antworten mit Ribéry mit der Reingabe. Chris Smalling. Oh, Fehler von Smalling und Lewandowski sagt Dankeschön. Stark nachgesetzt da vom polnischen Nationalspieler. Hier nochmal Ribéry. Smalling holt ihn sich gut runter, aber dann ist er hier zu nachlässig. Er behält zu lange den Ball. Lewandowski setzt da richtig gut nach und De Gea ist da zu überrascht, dass Smalling so ein Blackout macht. Kennt man gar nicht von Chris Smalling, dem englischen defensiven Innenverteidiger von United. Eigentlich überhaupt gar nicht sein Spiel, dass er solche kompletten Blackouts hat. Er sieht doch, dass er da bedrängt war. Warum spielt er den nicht weg? Aber es kann egal sein. Ausgleich hier in der 23. Spielminute. Übrigens das Auswärtstor für Manchester United ist jetzt erzielt und ich habe es euch ja schon in den letzten Folgen gesagt, ein Auswärtstor zählt schon fast doppelt in der Champions League durch die Auswärtstorregel, die sogar jetzt für die Bayern eher tödlich enden könnte. Bei einem 0:0 im Old Trafford ging das Champions League Halbfinale nach Manchester, aber darüber wollen wir jetzt erstmal gar nicht sprechen. Gut verteidigt von Alaba gegen Martial. Natürlich, die Bayern müssen jetzt reagieren. Wollten schon vorher den Sieg. Jetzt brauchen sie ihn sogar noch dringender durch das Auswärtstor von Manchester United. Also lange hat die Führung der Red Devils, wie sie genannt werden, nicht gehalten. Der roten Teufel übrigens im Deutschen. Bitte natürlich, aber Bayern ist hier klar überlegen. Da konnte Manchester United schon vorher relativ glücklich sein, dass sie hier nicht schon im Rückstand lagen. Unter anderem diese Riesenchance durch Franck Ribéry. Jetzt kommen die Bayern wieder über Thomas Müller. Also die Bayern bleiben hier drückend überlegen. Auch der Ballbesitz geht klar an den FC Bayern München. Das sollte eigentlich verständlich sein. Auch wenn Manchester United selber in ihren Ligen und ihren Spielen durchaus viel Ballbesitz hat. Aber gegen so eine starke Mannschaft wie den FC Bayern München kommst du natürlich nicht dran vorbei.
Also Xabi Alonso versucht es mit der Hereingabe, setzt aber richtig gut nach. Alonso gegen Rooney. Ribéry, Alaba, schöne Hereingabe, Smalling klärt. 8 Minuten noch bis zur Pause, weiterhin 1-1, aber es bleibt dabei. Bayern München ist die deutlich bessere Mannschaft. Ja, macht ein gutes Spiel. Ah, Fehler hier von Arjen Robben. Alonso sitzt er gut nach. Ebenfalls so wie der Holländer. Oh, Antonio Valencia, V-Spiel hier. Gibt natürlich Freistoß für United hier. Ah, dann trifft Alonso nur den Gegner. Da kann man sogar aus meiner Sicht auch über eine gelbe Karte nachdenken. Aber der Schiedsrichter lässt heute sehr viel durchlaufen. Das hat man allein bei dem Foulspiel vorhin an den Bayern gesehen. In der Anfangsphase Martial prüft Manuel Neuer. Und hier kriege ich weiterhin diese komischen Bonuspunkte. Ignoriert diese aber. Ribéry versucht den Doppelpass zu spielen. Mit Alaba gelingt nicht so schön. Jetzt aber Nialense steht da sehr stark. Valencia, ja, er ein Flügelstürmer, ist aber auch bei Manchester United immer wieder als Innenverteidiger bzw. als Rechtsaußen eingesetzt worden. So wie hier und heute Müller! Und der Pfosten rettet für Manchester United. Glück für die Engländer in dieser Situation. Ecke, die kommt natürlich von Xavi Alonso in den 16er getreten und in Schusschance! Müller wieder! Wir haben es vorhin in der Statistik gesehen. Ich glaube, 4 Treffer hat Müller und hier die nächste Großchance. Schwach verteidigt davon Memphis Depay. Ebenfalls für viel Geld im Sommer gekommen vom PSV Eindhoven. Ebenfalls ein holländisches junges Talent. Halbzeit, es steht nach 45 Minuten 1-1 zwischen Manchester United und dem FC Bayern München. Die erste Halbzeit ist vorbei, es steht 1-1 und die zweite Halbzeit kann nun losgehen. Das Ergebnis ist natürlich aus Sicht von Manchester United relativ glücklich. Weil hier die Bayern schon deutlich überlegen waren, auch wenn United die ein oder andere gute Torchance hatte, vor allen Dingen durch Martial. Jetzt kommt aber erstmal wieder United über Memphis Depay, die hatten wir vorhin schon angesprochen. Der bringt jetzt den Ball wieder rein auf Schneiderling, kam im Sommer von Southampton. Xabi Alonso, Thomas Müller. Schneiderling setzt da gut nach. Gefällt mir ganz klasse. Aber hier wieder Smalling mit dem Fehler. Und Lewandowski mit der Chance. Chris Smalling weist hier einige Schwächen auf. Hier hat er doch fast. Aber das macht auch Lewandowski sehr stark auf Smalling. Da muss er eigentlich dranbleiben an den Polen. Das weiß er doch, dass er den nicht so zum Abschluss bringen kann. Lewandowski jetzt schon mit 8 Toren in dieser Champions League. 1 Treffer weniger als Griezmann von Atletico Madrid, den bisher besten Torschützen vor diesem Spieltag. Xabi Alonso ist das wieder. Nimmt Alaba mit. Bayern ist klar dominierend. Das merkt man allein hier von den Großchancen. Robben kommt da irgendwie durch, wuselt sich da durch. Philipp Lahm versucht es mit der Hereingabe, wartet ja immer noch auf sein allererstes Champions League-Tor in seiner Karriere, obwohl er schon über 100 Champions League-Spiele auf dem Buckel hat. Boateng. Arturo Vidal hat sich vor allen Dingen in der K.O.-Phase gesteigert. Das hat man vor allen Dingen gegen Manchester City gemerkt. Auch vielleicht eine ziemlich kuriose Geschichte. Bayern München im Champions League Achtelfinale gegen Manchester City und jetzt Manchester United. Schon eine durchaus kuriose Geschichte.
Na, ich kann da die ersten Wechsel erspähen bei dem deutschen Rekordmeister. Ich kann da unten, ich glaube, das eine ist Mario Götze und das andere ist Thiago. Wir werden sehen, wie sich das gleich verhält. Das ist Alaba, stark gespielt. Frank Ribéry, schön abgelegt auf Alaba. Ribéry setzt nach. Ah, Zuspiel für Alaba, nicht so gut. Jetzt Gegenangriff vielleicht von United. Bayern setzt aber klasse nach. Lahm holt sich den Ball. Stark wieder vom schnellen Depay wieder. Technisch schneller Stürmer. Memphis Depay kommt aber gegen einen so großen, klasse Verteidiger wie Philipp Lahm leider hier nicht durch. Daley Blind schlägt den Ball lang nach vorne. Martial kommt aber nicht rein. United schon mit den ein oder anderen Problemen. Damian ist das 26-jähriger italienischer Rechtsverteidiger. Haben, glaube ich, im Sommer vorne FC Genua. Das ist Daley Blind. Oh, hartes Einsteigen dagegen Daley Blind. Alaba setzt sich hier richtig gut durch auf den Flügel, legt raus auf Ribéry und der mit der Reingabe und das Tor. Und es ist, na klar, Robert Lewandowski. Und genau seine Nummer auf dem Rücken. Genauso viele Tore hat er jetzt in der Champions League erzielt, nämlich 9 Stück. Damit zieht er mit Antoine Griezmann gleich. Aber es kann natürlich sein, dass Griezmann getroffen hat gegen Real Madrid. Das wissen wir natürlich zum Stand jetzt nicht, aber die Bayern führen. Und wieder ist es Chris Smalling, der hier den Fehler macht. Unglaublich schlechtes Spiel heute von Chris Smalling. Also Van Gaal sollte vielleicht mal über einen Wechsel nachdenken. Jetzt kommen auch endlich die Wechsel der Bayern. Der Vorbereiter Ribéry geht raus und es kommt der angesprochene Götze. Und Thiago United reagiert jetzt auf den Rückstand erstmal nicht. Aber vielleicht sollte er Chris Smalling rausnehmen. Der wirkt nämlich etwas disorientiert. Hat schon 2, 3 große Fehler gemacht in der Verteidigung. Also Van Gaal bräuchte vielleicht mal einen neuen Innenverteidiger. Rojo, der Argentinier, ist zum Beispiel noch auf der Bank. Also der wäre eine mögliche Alternative. Vidi Benatia kommt in die Antwort von Manchester United. Aber United kommt zu fast gar keiner Chance. Bayern München ist drückend überlegen. Rooney setzt das stark nach. Martial Gedanken schneller. Ja, leichtsinnig. Und da ist die Chance für Daley Blind. Nur das Zuspiel zu ungenau vom französischen Superstar Martial. Hat jetzt auch, glaube ich, schon 5 Tore in dieser Champions League. Und wo gemerkt, er ist, glaube ich, 19 oder 20 Jahre alt. Das ist schon beeindruckend. Und Lewandowski gefällt mir heute richtig gut. Nicht nur wegen seinen 2 Treffern. Aus meiner Sicht sogar bester Bayern-Spieler. Vidal, Arjen Robben, Philipp Lahm auch auf seiner rechten Seite. Eine ganz starke Partie. Memphis Depay sieht da eigentlich auf seiner Außenbahn, auf seiner linken Außenbahn nicht so gut aus, weil er immer wieder vom starken Philipp Lahm gestoppt wird. Naja, wenn er geprüft war, dann war er da. Wurde einmal stark geprüft durch den Abschluss von Anthony Martial zum Ende der ersten Halbzeit. Mario Götze. Schön, Lewandowski mit einem richtig starken Spiel und Alaba kommt da nicht ran. United reagiert, glaube ich, wenn ich diese Verzögerung des Spiels richtig erkannt habe. Aber nee, scheint auch keine Wechsel zu geben. Van Gaal will anscheinend mit dieser Mannschaft im Platz durchspielen. Und hier kommt die Chance für Memphis Depay. Endlich konnte er sich mal durchsetzen im Duell der ganz kleinen Philipp Lahm gegen Memphis Depay. Endlich konnte er sich mal durchsetzen. Aber trotzdem etwas Gefährliches kam daraus nicht. Manchester United schmeißt zurzeit alles nach vorne. Das ist natürlich gefährlich.
Aber nochmal zur Ausgangssituation. Sollte Manchester United im eigenen Stadion mit 1:0 gewinnen, sind sie trotzdem im Viertelfinale durch die Auswärtstorregel. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Kommt Manchester United nochmal zu einer Großchance. Oder die Bayern vielleicht sogar zur möglichen Entscheidung. Schneider allerdings setzt er richtig gut nach. Rooney. Und das war's. Bayern München schlägt Manchester United mit 2:1. Und Chris Smalling ist der Pechvogel, spielt 2-3 Riesenpatzer gehabt in seiner Verteidigung. Und die sehen jetzt hier 72% Ballbesitz für den deutschen Rekordmeister. Mehr Chancen. Sie sind einfach die bessere Mannschaft heute gewesen. Und Lewandowski, Man of the Match, natürlich mit seinen 2 Treffern. Brauchen wir darüber gar nicht zu diskutieren, dass er auch Mann des Spiels heute ist. Also, Bayern gewinnt mit 2:1. Arsenal London, Zenit St. Petersburg 1:1. Atletico Madrid verliert zu Hause gegen Real Madrid mit 1:0. Bayern München schlägt Manchester United mit 2:1. Chelsea unterlegt Barcelona 0:2. Überraschend, obwohl hier so viele englische Clubs dabei sind, nämlich 3 Stück an der Zahl, haben sie alle gebatzt. United verloren, Chelsea verloren und Arsenal nur unentschieden gegen Zenit St. Petersburg, auch wenn die die größeren Chancen haben. Das war's mit dem Champions League Viertelfinal Hinspiel. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Rückspiel.